Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künzelschau. In dieser Woche war die letzte Kreistagssitzung, also die letzte richtige Kreistagssitzung des amtierenden Landrats Dr. Matthias Neth. Und da ging es unter anderem gleich schon zu Beginn über die Hohenlohebahn und auch die Kochertalbahn. Und es gab einen mehrheitlichen Beschluss, dass die Untersuchungen weitergehen dürfen. Das heißt, als nächstes kommt die Vorplanung und die standardisierte Bewertung. Momentan sieht es ganz gut aus. Also das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist optimal und wir hoffen, dass es in dem weiteren Verfahren natürlich auch so bleibt. Und deshalb herzlichen Dank an den Kreistag für dieses positive Votum, auch wenn die Projektträgerschaft an die Stadt Künzelsau übergibt. Aber wir werden uns richtig Mühe geben, um dieses Projekt, was so wichtig ist für die gesamte Region, nicht nur für Künzelsau, voranzubringen. Und jetzt noch ein paar Informationen für euch, beginnen für die nächste Woche. Also wir haben Kindertheater in der Künzelsauer Stadthalle nachmittags. Am 16. Das Leben ist ein Wunschkonzert und wenn ihr mit dabei sein wollt, könnt ihr euch Tickets besorgen, gerne auch dann vor Ort. Und es gibt auch ein weiteres Theaterstück, nämlich am 19. Ruhe, hier stirbt Lothar, ist der Titel und sehr erfolgsversprechend. Also wer die Kritik dann schon gelesen hat oder es noch mehr machen möchte, Entschuldigung, der kann das natürlich gerne über unsere Veranstaltungshinweise auf künzelsau.de tun. Und es gibt auch einen Informationstermin zum Sanierungsgebiet in Nagelsberg. Da sind wir ja im Landessanierungsprogramm mit dabei. Das heißt, es gibt attraktive Förderungen für alle Eigentümer, die eine Immobilie in Nagelsberg haben. Und die Kollegin bei uns im Haus ist Frau Necker, die das betreut, gemeinsam mit der Landsiedlung Baden-Württemberg. Und da gibt es am 17. April eine Infoveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus. Und mit diesen Informationen wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis bald.